Wir leben in stürmischen Zeiten. Kriege, die Verschärfung von sozialer Ungleichheit, der Vertrauensverlust in die Demokratie, die Klima- und Artenkrise. Die Begriffe multiple Krise oder auch Polykrise machen die Runde. Diese Entwicklungen lösen Unsicherheit und Ängste aus. Viele von uns verlieren dabei die Zuversicht und den Glauben an eine positive Zukunft. Wir haben der jungen Generation als einzige Utopie übrig gelassen, dass wir die Klimakrise verhindern. Das scheint mir keine positive Utopie. Doch was passiert, wenn wir die Zuversicht verlieren und Angst das Ruder übernimmt? Ich selbst spüre die lähmende Kraft der Angst und wie sie mich handlungsunfähig macht. Mit dieser Einstellung will ich nicht weiterleben. Ich begebe mich auf die Suche nach Wegen, trotz dieser besorgniserregenden Entwicklung meine lähmende Haltung zu überwinden und stoße dabei auf eine ganz neue Zukunftsperspektive, die mir neue Zuversicht geben lässt. Als ich klein war, hatte ich die Überzeugung, das Leben werde immer besser. In den letzten Jahren häuften sich dann die Krisen, die Pandemie. Soziale Distanz, Isolation und Einsamkeit hinterließen große Wunden. Die Unsicherheit über die Zukunft war für viele das erste Mal unmittelbar spürbar. Nach der Pandemie sollte es zurück zur Normalität gehen. Doch wo war sie? Ein Krieg in Europa und ein weiterer Krieg im Nahen Osten folgten. Jederzeit präsent die Klima- und Artenkrise. Die Zukunft erscheint bedrohlich und erdrückend und ich ertappte mich nicht selten bei dem Gedanken, ob es überhaupt eine erstrebenswerte Zukunft für uns alle geben kann. Und wenn du dieses Video angeklickt hast, scheint es dir vielleicht ähnlich zu gehen. Ein Leben in der Welt von gestern. Das wünscht sich ein Großteil der jungen Erwachsenen heute. Dabei war es vor 10 Jahren noch ganz anders und alle waren, hey, Zukunft! Der Soziologe Harald Welzer formuliert es in seinem Buch Alles könnte anders sein, relativ drastisch. Die Angst vor der Zukunft scheint so groß, dass versucht wird, sie aufzuschieben, sie erst gar nicht stattfinden zu lassen. Doch was, wenn uns dieses Zukunftaufschieben gerade erst ins Verderben stürzt? Wenn uns die Angst so sehr lähmt, dass wir nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen können, um uns auf eine positive Zukunft zuzubewegen? Ich bin die Tage da auf ein Zitat von Waldefried Pechtel gestoßen, das mich tatsächlich sehr zum Umdenken gebracht hat. Ohne Träume verhungern Visionen. Ohne Visionen gibt es keine kraftvollen Ziele. Ohne kraftvolle Ziele hören wir auf, bevor wir begonnen haben. Also brauchen wir Träume, um Visionen zu entwickeln. Und erst wenn wir eine klare Vision haben, wissen wir auch, wie wir diese erreichen wollen. Vereinzelt gibt es sie auch bereits, aber wo genau sind die Träume und Visionen einer gemeinsamen Zukunft? Harald Welzer führt in seinem Buch 3 Gründe an, warum uns die Zuversicht abhandengekommen ist und warum wir auch keinen Wunschhorizont mehr haben. Erstens, totaler Konsumismus. Zweitens, totale Berechenbarkeit. Alles ist jederzeit per Mausklick verfügbar. Drittens, totales Katastrophenbewusstsein. Welche Wege helfen uns jetzt also dabei, diese Zuversicht wiederzugewinnen und eine andere Perspektive auf die Zukunft zu werfen? Erstens, Akzeptanz. Wenn ich so die Nachrichten verfolge, dann habe ich nicht selten das Gefühl, was passiert denn da eigentlich gerade? Wir donnern doch mit Vollspeed auf unser Ende zu. Das ist wahrscheinlich das, was Harald Welzer mit Katastrophenbewusstsein meint. Und ganz ehrlich, wenn ich meine Gedanken dabei beobachte, dann kann ich das eigentlich nicht mit mir vereinbaren. Diese negative Gedankenspirale, die dann aufkommt und dieser Pessimismus, das bin ich eigentlich nicht. Ich glaube nämlich, dass Pessimismus zur Verbitterung führt und uns lähmt, während zum Beispiel auch ein zu krasser Optimismus wahrscheinlich irgendwann Enttäuschung mit sich bringen wird. Ganz nach dem Motto, misstraue jedem, der alles gut findet und dem, der alles für schlecht hält. Noch mehr aber dem, dem alles gleichgültig ist. Johann Caspar Lavater. Ich bin über den Begriff des Possibilisten gestolpert und den fand ich ganz interessant. Denn der Possibilist, der agiert aus einer Welthaltung des Möglichen. Er akzeptiert erstmal, okay, es gibt einen Abgrund, über den das Leben gebaut ist. So ganz nach dem Motto, das Leben ist auch Leiden, wie im Buddhismus. Und jetzt können wir aber sagen, naja, zwischen Geburt und Tod, da ist ja eine Menge Platz. Schauen wir mal, womit wir das füllen. Und die erste Antwort wird vielleicht nicht die beste sein, aber wir können uns peu à peu daran tasten und sollten vor allem nicht auf diesen Antworten verharren, sondern immer wieder nach dem Möglichen schauen. Der Possibilist, der akzeptiert also erstmal das, was ist,
Es sieht aber auch, dass viel mehr möglich ist, als wir oft annehmen. Aber um dieses Mögliche wirklich sehen zu können, dafür braucht es doch dann verschiedene Prozesse und Learnings. Zweitens, utopisch denken. Der wichtigste Schritt ist, dass wir wieder lernen, groß zu träumen und groß zu denken. So, dass deine Eltern dir wahrscheinlich gesagt hätten, du, sag mal, wo bist denn du da eigentlich jetzt schon wieder unterwegs, in welcher Traumwelt? Dann weißt du, du bist richtig. Nee, aber wirklich, Fantasie und Vorstellungskraft sind die Voraussetzungen dafür, dass wir uns eine positive Zukunft vorstellen können, dass wir sie uns ausmalen können. Jemand, der das besonders gut beherrscht, ist Simon Mohn. Simon ist Prozessbegleiter und Gesellschaftsentwickler und Mitgründer von dem Verein Reinventing Society, mit dem sie positive Zukunftsvisionen entwickeln und da auch vermitteln, warum es visionäres und utopisches Denken braucht. Und Simon hat sich die Zeit genommen, sodass ich mit ihm einmal sprechen konnte. Das ist ein interessantes Phänomen, dass es vor allem im deutschsprachigen Raum auch wie so ein Verbot gibt, sich was fantastisch auszudenken, sich was fantastisch vorzustellen. Und dabei wird der Schritt missachtet, dass es wichtig ist, erstmal rauszuzoomen und erstmal dieses Träumen zuzulassen, um dann wieder auf praktikable Lösungen zu kommen. Und als Reinventing Society haben wir als ersten Schritt sehr stark in den Fokus genommen, wie kann eigentlich eine schöne Gesellschaft aussehen. Es gibt sie bereits, Zukunftsvision für eine lebenswerte Welt. Eine Gesellschaft, in der alle einer erfüllenden Tätigkeit nachgehen können. Alle Arbeiten, die den Körper zerstören und den Geist lähmen, sind automatisiert worden. Eine Gesellschaft, in der wir mehr zusammenleben und die Kindererziehung aufteilen und die Alten nicht ins Altersheim abschieben, sondern in den Gemeinschaften, in denen sie gelebt haben, auch ihren Lebensabend verbringen lassen. Eine Gesellschaft, in der Menschen Wohlstand nicht mehr materiell betrachten, sondern Aufmerksamkeit und geschenkte Zeit als wertvollste Ressource angesehen werden. Dabei leben wir auf einem Planeten, der seine Energie aus erneuerbaren Ressourcen bezieht. Es gibt Menschen, die das jetzt schon bereits ausprobieren, in kleiner Form, in neuen Organisationen, in der Arbeitswelt, aber auch an neuen Orten. Wir bauen Zukunft ist zum Beispiel so ein Ort. Die haben da wirklich ein Tiny Village. Sie planen ein sogenanntes Earthship, also ein komplett energieautarkes Haus dort zu bauen. Das ist also ein Ort, wo Zukunft schon gelebt wird. Und da hatte ich das Vergnügen, letztes Jahr tatsächlich mir das auch mal richtig anzugucken. Ich war eine Woche auf dem Gelände. Und das ist unheimlich spannend, was für ein Aufbruchsgeist da schon herrscht. Also ihr merkt wahrscheinlich, ich bin total angesteckt davon. Und ich glaube, seitdem kann ich dieses Thema auch nicht mehr so richtig loslassen. Und ich höre das immer mehr, auch von Menschen in meinem Umkreis, aber auch welche, die gar nicht in meiner Bubble sind, die sagen, das ist eine total coole Sache. Ich habe auch irgendwie mehr Lust auf Gemeinschaft und Verbundenheit und die vielleicht auf der Suche sind nach genau so einem Projekt. Und ich bin ehrlich mit euch, ich sehe mich auch nicht in den nächsten Monaten, auch nicht in den nächsten Jahren in so einem klassischen Konzept der kleinbürgerlichen Familie in so einer Großstadtwohnung. Ich möchte Gemeinschaft spüren und ich möchte Verbundenheit spüren und das geht vielleicht eben doch eher in einem offeneren Konzept mit mehreren Menschen an einem anderen Ort, wo man sich etwas mehr ausprobieren und austoben kann, als man das vielleicht in seiner Wohnung kann. So, und damit diese Vision, die wir gerade entworfen haben, damit die nicht wieder im Keim ersticken, ist es auch wichtig zu schauen, wie gehen wir im Alltag mit Medien um. Überall gibt es immer diese Untergangsszenarien. Und die zeigen uns natürlich nicht, so kommen wir da durch. Es gibt sehr wenig von diesem Journalismus, der sagt, ah, guck mal, hier sind Lösungen und da sind Lösungen, das ist eine Nische. Und der Großteil der Mainstream vom Journalismus, die Tagesschau beispielsweise, die zeigt, hier ist es echt gerade am Brennen und das ist schwierig und das ist, hier ist Krise. Ansonsten hilft es mir zudem, nicht nur Infohappen zu konsumieren, die in hoher Frequenz auf uns einprallen, sondern auch mal ein Thema größer einordnen zu lassen, zum Beispiel in einem Podcast. Oder ich nehme mir Fachliteratur oder ein Buch und setze mich mit dem Hintergrund zu einem Thema, was gerade in den Medien präsent ist, auseinander. So ganz nach dem Motto, lieber ein Buch pro Monat als 10 Schlagzeilen am Tag. Ich habe vor einigen Monaten ein super inspirierendes Paar getroffen. Die waren schon ein bisschen älterer Jahrgang, seit 35 Jahren Klimaaktivisten. Und ich habe sie gefragt, sag mal, wie macht ihr das denn? Ihr seid seit so langer Zeit an diesem Thema dran. Ihr seht, wie schleppend dieses Thema vorangeht. Was gibt euch denn noch Anlass, eigentlich Zuversicht zu empfinden? Und dann haben sie gesagt, dass es etwas damit zu tun hat, wie groß sie ihren Horizont aufmachen.
Und zwar geht es darum, wenn Sie zum Beispiel mal Nachrichten konsumieren oder wissen wollen, was auf der Weltbühne passiert, dann machen Sie diesen Horizont auf, schauen sich das an, merken aber, wow, okay, hier gibt es viel zu tun. Und wenn Sie ins Handeln kommen müssen, beraten irgendwie Kommunen im Bereich Umweltprojekte, und wenn es wirklich darum geht, dann ins Handeln zu kommen, dann machen Sie diesen Rahmen wieder klein, diesen Horizont kleiner. Und erst wenn Sie dann links und rechts kurz ausblenden und wieder auf das konzentrieren, was vor der Tür passiert, erst dann sind Sie auch handlungsfähig. Und das hat mich tatsächlich inspiriert, denn ich glaube, für viele von uns ist es einfach viel zu groß, die Welt zu retten, viel zu überfordernd und viel zu undurchdringbar. Doch jeder und jede von uns hat einen Möglichkeitsraum, und der beginnt bei uns selbst. Haushalts- und Gartengeräte mit Nachbarn zu teilen, das können wir bereits heute. Der älteren Dame über die Straße zu helfen oder beim Einkauf zu helfen, das können wir bereits heute. Mit sich selbst so umzugehen, wie du es dir von anderen wünschst, das können wir bereits heute. Heute können wir bereits die Utopie anstreben, in der wir einmal leben wollen. Dazu habe ich auch mit Simon gesprochen, und seine Antwort war mehr als einleuchtend. Lust auf Zukunft kommt, glaube ich, insbesondere dann auf, wenn ich einen überschaubaren Rahmen habe, in dem ich gestalten kann und der mir aber wichtig ist und in dem ich die Möglichkeit habe, auch Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, das ist so ein langweiliges Erwachsenenwort, aber was dahinter steckt, ist tatsächlich kraftvoll. Denn es geht darum, die Dinge selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass es irgendwer anders schon irgendwann machen wird. Eine interessante Frage, die du dir nach diesem Video auch gerne stellen darfst, hat mir Simon noch mitgegeben. Meine Vision für eine Gesellschaft ist diese. Wie kann ich das schon in meiner kleinen individuellen Existenz leben? Wie die Zukunft aussieht, ist ungewiss. Doch gewiss ist, dass die Zukunft einmal Gegenwart sein wird. Und deshalb ist es an uns, jetzt zu entscheiden, wie diese aussehen soll. Schritt für Schritt. Eine andere Welt ist nicht nur möglich, vielleicht ist sie bereits im Entstehen. Kommst du mit? Das, meine Freunde, war ein Video, das mir extrem wichtig ist. Ich glaube, es gibt da draußen ganz, ganz viele Menschen und wahrscheinlich auch du und mich, die viele Ängste haben, die viele Gedanken haben, wo wir jetzt als Gesellschaft hinsteuern. Und ich glaube, es ist so wichtig, diese Botschaft zu hören, dass du, dass ich, dass wir alle nicht alleine sind, sondern dass wir die Kraft haben, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, uns tatsächlich auch eine positive, erstrebenswerte Zukunft bauen können. Und das wollte ich mit diesem Video einmal zeigen. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, bevor du auf den Abonnier-Button klickst und wahrscheinlich schon das nächste Video dir anschaust: Was ist deine positive Zukunftsvision für unsere Gesellschaft? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lass uns da mal austauschen und gegenseitig ein bisschen inspirieren. Das würde mich freuen. Und an der Stelle noch ganz kurz ein Hinweis: Wenn du dich noch weiter inspirieren lassen willst, dann gibt es unten in der Videobeschreibung auch nochmal den Link zum Zukunftsbilder 2045 Buch, wo es darum geht, dass Reinventing Society gesagt hat, hey, lass uns doch einfach mal zeigen, wie so eine Zukunft aussehen kann. Einmal unten in der Videobeschreibung. Bis ganz, ganz bald. Wir sehen uns.